Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Miss Survival. Rage ist auch da. Für Rage haben wir jetzt, glaube ich, mal eine Kleinigkeit zu tun. Denn ich habe ja beim letzten Mal... Bist du fertig? Ja. Schon mal einen Kupferbarren durchgeschmolzen. Jetzt haben wir schon mal zwei Stück zusammen für den Kupferdraht. Wollen wir uns den direkt mal besorgen? Ich würde sagen, ja. Sie wollte, glaube ich, zwei von den Komponenten, zwei Metal Scraps und zwei Kupferdrähte. Und wenn die Rage gerade hier ist? Ah, Mist. Da fehlt mir jetzt tatsächlich ein Barren. Aber ich könnte sie jetzt mal hier an der Arbeit eben schicken. Die könnte ja nochmal zwei... Rage... Doch, die können schon mal zwei Dinger fertig stricken. In der Zeit schmelze ich noch mal ein paar Barren durch, dass wir hier ein paar Zahnräder bekommen. Sei mal fleißig. Dann bleibst du gleich hier drin. So, habe ich was zu essen in der Tasche? Irgendwie habe ich gerade nicht so viel in der Tasche. Wir müssen mal uns neu ausrüsten. Aber ich hätte jetzt auch erstmal gerne die Klamotten einfach auf den Wagen geworfen, die wir fürs Auto brauchen. Das geht schon mal nicht mehr. Das kannst du auch im Inventar behalten, aber zumindest die Reifen schmeißen wir schon mal hier drauf. Bin sehr gespannt, wie das werden wird. Das war schon mal gut. Den anderen da hinten. Perfekt. Halt. Wie ist Rachel da gleich wieder abhaut? Die soll noch ein bisschen knüppeln. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Reifen. Hier hast du einen rumfliegen. Nimm den mit. Ach so. Warte mal, was hast du denn jetzt noch hier in der Tasche? Das kannst du unten lassen. Ja, das schmeiße ich mal unten in die Kiste, oder? Nein. Wo habe ich denn die... Geht das Gesuche wieder los. Hier. Dann lassen wir die noch mal hier oben. Die brauchst du jetzt gerade nicht. Sechs Seile hast du noch. Schmeiß die hier rein. Ach ja, und was zu essen musst du mal mitnehmen. Ich glaube, wir essen mal ein bisschen abgehangenen Wolf hier. Zwei, haben wir ruhig drei Stück mit. Hast eh gerade Schmacht. So. Rachel knüppelt noch. Die Sachen werden auch noch schmelzen. Dann kann ich erstmal was essen. Einmal. Zweimal. Ja, hau sie alle drei weg. Kannst du vertragen. Dann noch ein Schlückchen Wasser hinterher und dann könnten wir eigentlich los. Die paar Sachen noch kurz wegsortiert. So. Schmeiß dann noch einen Reifen hier drauf. Wir gucken mal bei Gigi. Ich hatte mich neu eingeloggt. Vielleicht steht sie jetzt besser. Ja, steht perfekt, ne? Okay, ich glaube, das habe ich verkackt. Warum auch immer. Vielleicht, weil sie keine gute Möglichkeit hatte, hier reinzukommen. Weil die Rampe vorher noch nicht fertig war. Wir werden sehen. Ob sich da nochmal irgendwas ändern lässt. Kann ich die eigentlich noch tragen? Könnte ich es vielleicht auch tragen nochmal? Das geht jetzt vielleicht gar nicht mehr. So, du brauchst den Motor. Der könnte natürlich bei schlechtem Wetter auch kaputt gehen, ne? Bewirkt sich's gerade. Den kann ich schon nicht mehr tragen. Schmeiße ich mal den Motor hier drauf.
Ja, prima. Genau so. Nein. Oh Gott. Nicht Mount Card. Schmeiß doch mal den Motor hier drauf. Das geht nicht. Das ist ungeil. Alter! Okay, das ist problematisch. Probier's noch einmal. Ja, nice. So, und den Rest kriege ich so mit. Das hier. Den hier. So. Und ich kann auch noch laufen. Sehr gut. Dann müssten wir jetzt mal ganz kurz Scotty finden. Wo macht denn der jetzt gerade wieder rum? Scotty! Da. Wie sieht's denn aus mit... Ja, hab ich dabei. Drücke ich ihm mal in die Hand. Zwei Kupferbarren, zwei Metal Scraps und zwei Komponenten. Jetzt kann ich den Kupferdraht bauen. In der Workbench. Kleines Problem an der Sache. Da brauche ich doch bestimmt noch einen Kupferbarren für, oder? Und ich habe keinen Kupfer mehr. Nee. Das sieht schlecht aus. Hier ist noch ein Stück Kupfer mehr haben wir nicht. Bist du schon durch? Ja. Wie sieht es bei dir aus? In 14 Minuten ist er auch fertig. Dann kann sie nämlich gleich nochmal drei hinterher machen. Aber ich würde tatsächlich erstmal warten wollen, bis sie da wirklich durch ist. Das lass noch mal hier. Schmeiß den Stamm hier rein. Und das hier. Müssen wir noch ganz kurz abwarten, bis sie fertig ist da mit ihrem Gefrickele. Muss ich noch irgendwas anderes mitnehmen? Kann ich den Hammer noch tragen? Ja, das geht. Den hätte ich gerne dabei. Der Rest passt. Wir können ja dann zurückfahren mit dem SUV. Dann fahren wir dann direkt in der Garage und dann können wir da ein bisschen dran rumbasteln. So, Rage. 5 Minuten. Gib alles. Ich habe den nächsten Auftrag für dich. Nicht, dass hier langweilig wird. Ja, einen Auftrag habe ich noch für dich. Brauchst mich nicht so von der Seite angucken? Hast genug Pause gemacht. So, wir haben es gleich. Ich höre auf mit der Quatscherei. Sonst haut sie mir wirklich noch einen drüber. So. Wenn man darauf wartet, dauert es echt lange. Die schnellste ist ja eh nichts, wissen wir ja alle. So, halt. Rage. Bleib gleich hier. So eine Kacke, wa? Hast du gedacht, kannst du wieder rumschlawenzeln? Ist nicht. Okay, wir schießen los. Wenn der Wagen jetzt wegpackt, dann läuft mir eine Träne die Wange runter, ich sag's euch. Einmal hatten wir das Vergnügen hier schon. Da sind die ganzen Sachen fürs Auto drauf. Hält das eigentlich alles hier? Ja, perfekt. Ich kann nur hoffen, dass ich alles mit habe. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir nochmal mit dem Wegechen unterwegs sind. So, hier. Ja, perfekt. Oh Gott. Ja.
Überhaupt gar kein Problem. Ich hätte sonst halt 2 bis 3 Mal laufen müssen. Wäre jetzt auch gegangen, aber komm, wozu haben wir den Wagen mal gebaut? Außerdem musste ich die Deko-Klamotten sowieso abholen. Aus der alten Base. Und da steht doch ein SUV, ich sehe ihn doch von hier schon. Sehr gut. Wo es jetzt wirklich ein bisschen dunkel wird, ne? Ich sollte hier wirklich möglichst schnell den Kram mal einbauen. Wenn ich ehrlich bin. So. Was gibt's in den Tank rein? Zündkerze. Bau den Motor ein, falls es... Ja, genau. Dauert ganz schön. Da gibt man einen halben Tag ins Land. Dauert doch ein bisschen länger als eine Stunde. Oder? Also ungefähr. Passt schon. Sehr gut. Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Haben wir es geschafft. Wir haben einen Zweitwagen. Gucken, ob die Karre auch anspringt. Hey, wir hatten da seine ranzigen Schuhe drin vergessen. Hä? Ih, schmeiß die Stinkedinger da raus. Aha, guck mal, schnurrt wie ein Bienchen. So, direkt mal auf die Seite legen, das Ding. Gucken, ob der vom Fahrverhalten ein bisschen anders ist. Glaube aber eigentlich nicht, ne? Wo geht's hoch? Fahren wir hier hoch. Hä? Okay. Jo. Ich glaube tatsächlich, er ist ein bisschen zickiger hier. Kommt ja mal nicht nur deutlich beschissener hier hoch. Naja, es geht aber, ne? So, Gigi, ich bin mal gespannt, ob du jetzt irgendwie aus seiner Ecke da rauskommst. Nicht zerlegen, das gute Stück. Ich muss ein bisschen Anlauf nehmen, dass ich hier auch irgendwie gerade reinkomme. So. Ich sehe gar nichts. Aha. Ist das okay so? Ja, ich glaube, das passt, ne? Moin! Ja, irgendwer die Beine abgeschraubt. Das geht doch so. Du kommst ja überall dran, ne? So, dann lass noch mal gucken. Was können wir denn jetzt hier... Erstmal brauchen wir, glaube ich, das Teil. Eine Munitionskiste. Hier so ein... Mounting Part zum Gestell. 4 Zahnräder und 8. Von einem High Quality Metal. Rage? Oh, die ist noch am Knüppeln. Aber 4 Zahnräder sollten wir eigentlich schon zusammen haben. Wir haben hier oben noch welche.
So. Eine Munitionskiste. Dann habe ich keine Ahnung mehr, wo ich die Mounting Parts hier reingemacht habe. Ich glaube in einem normalen Spind irgendwo. Ah, hier ist schon mal die Dinger. Ich glaube, vier waren angesagt. Sind die Autoteile drin? Ey, wenn ich kurzfristig mal nicht an den Schränken hier oben war, dann habe ich es komplett gelöscht wieder alles. Dann muss ich in jeden Spind reingucken, weil es einfach zu viel Kram ist. Hier. Ja, sah ich doch. Hier sind die Dinger. Vier hiervon, das, das. Ihr ahnt es schon, ne? Wie er wieder vergessen hat, was er jetzt noch braucht. Die Zahnräder. Und? Ach, die Zahnräder. Alter. Nimm mal die von hier oben gleich mit. Die brauchst du eh alle unten. Und eigentlich brauchst du ja auch Schrauben, ne? Jetzt gucken wir mal kurz. Ja, zwei Copper-Ingots nochmal. Also wir müssen so oder so vorher nochmal in die Mine. Und ein bisschen was abbauen. Dann müssen wir mal gucken, ob der Berserker... Ein paar Schrauben brauchst du auch, ne? 64, glaube ich. 4 und 4. Wollen wir die gleich mitnehmen? Split half. Split one. Vier hiervon. Vier hiervon. Dann machen wir 64 Schrauben. Ich hoffe, das war richtig. Ich mir das von eben schon nicht merken können. So. Hast du schon wieder Feierabend gemacht, Rage? Du kommst hier niemals raus, ne? Ja, so vielleicht. Ja, mir ist egal, du kannst auch drin bleiben. Vielleicht habe ich gleich nochmal einen Job für dich. Wie viele Zahnräder hast du jetzt gemacht? Fünf, haben wir acht. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. Die packe ich mal hier bei den Barren mit rein. Die übrigen vier. Ich komme hier selber nicht raus. Ja, dann mach dich ab. Kommst dann hier schon mal wieder rein. Ich gucke nochmal vorsichtig, ob wir jetzt alles da haben. Wenn ich das jetzt noch hinkriege. Ja, hier. Nein, es waren acht. Eine Sekunde, Leute. Geht euch das auch so, dass ihr euch das echt nicht merken könnt? Oder ist das nur bei mir? Vor allem weiß ich nicht mehr, wo die Scheißdinger, in welchem Spind die jetzt waren. Mann! Ja, natürlich. So. War doch klar, acht Stück haben wir doch gesagt. Jetzt habe ich aber alles. So, wie war das jetzt? Das Teilchen. Anklicken. Craft. Richtig? Workshop. Und jetzt? Die Teile sind weg. Part Info.
Irgendwie war das ein bisschen tricky. Ich erinnere mich noch vom letzten Mal dran. Muss ich das jetzt hier irgendwie machen? Ah, jetzt muss ich das hier irgendwo machen, ne? Da. Install. Ja. Jetzt geht's irgendwie voran. Ne, Gigi hat ja lange Arme, die kann da so jetzt dran schrauben. Aber wir haben einen Fortschritt, 2%. Ihr seht es da oben ganz klein. Gut. Dann brauchen wir als nächstes das Teilchen. Hier waren 4 Parts. Ja, ich glaube, das bauen wir erst dann. Wenn wir hier einen Fortschritt haben, ne? Dann wäre es ja eigentlich sinnvoll. Ich würde noch versuchen, ein bisschen den Zaun aufzubauen. Da geht die Zeit schön schnell rum. Ich muss sowieso mal schauen, wo ich jetzt hier meinen ganzen Kram hingeschmissen habe. Hier den Spind. Ja, die ganze Munition und so. Das hier brauchst du. Das kannst du mal dahin räumen, wo es hingehört. Das hast du einfach nur hier reingeschmissen. Die Tücher gehören ja eigentlich auch nicht rein. Bretter machst du wieder draußen hin. Fürs Salz hatte ich jetzt oben, glaube ich, keinen Platz mehr. Oh Gott. Ah, hier sind noch Komponenten. Sehr gut. Den Rest würde ich jetzt, glaube ich, erstmal hier lassen. Ist ein bisschen blöd, dass wir jetzt nochmal in die Mine müssen. Aber wir brauchen ja eh noch Kupferbahnen für die Reloading Bench. Die muss ja auch noch hier rein gebastelt werden. Damit wir uns Munition herstellen können. Also müssen wir eh nochmal ordentlich abfahren. Dann, ja, hole ich mal das runter, was wir an Komponenten noch haben. Dann verbauen wir das noch in die Zäune. Und dann sollte auch das erste Teil fürs Auto schon fertig sein. Dass wir das, ja, könnte knapp werden, aber vielleicht gerade noch so in der Folge hinbekommen. Elektrische Teile sind hier. Wir haben natürlich wieder eine andere Haltbarkeit. Tücher? Nö, die wolltest du eigentlich in den anderen Schrank unten packen. Hier sind noch Sticks. Die kannst du mal alle verarbeiten. So. Ja, so viele Komponenten hast du jetzt nicht. Na, für 2-3 Zäune könnte es noch reichen. Können wir hier zur Not das Auto hier unten noch abbauen? Ist gar nicht da. So. Mit 10 Sticks klar. Können wir auf jeden Fall noch einen Zaun bauen. War hier drüben auch noch was auf? Ja, ja, auf jeden Fall sogar. Ist das Reh nach oben? Nee, nee, ich hatte mich ausgelockt seitdem. Hier ist auch noch eine, um die kleine Lücke dicht zu machen. Ja, dann machen wir den erst noch zu. Dann wird es langsam ein bisschen bewölkt. Das Licht hier? Eine leckere Blaubeere. So, dann schmeißt das hier rein. Ah, hier waren auch noch welche. Okay, dann können wir eigentlich auch noch einen bauen. Motorsäge lässt die hier drin. Die lässt er erstmal hier drin.
Gibt's denn wieder Gewitter oder was? Gigi, wie sieht's denn aus? Hä? Oh. Bist du fertig schon? Tatsache. Cool. Okay, dann schmeißen wir direkt den nächsten an. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass es so schnell geht. Das waren die hier, das waren die hier und die Zahnräder. Was gibt denn das hier? Oh, jetzt wird's auch richtig beschissen. Squally, was machst du denn schon wieder draußen? Ich weiß gar nicht, wo der immer rauskommt. Der Blödmannsgehilfe, ich habe einen Teil vergessen. Und zwar, ich glaube, hier bei den Pistolen irgendwo war da drin. Hier. Oh, das ist so richtig schwer. Warte, wie oft bin ich jetzt umsonst diesen blöden Turm hochgerannt? Aber es tut mir leid, es ist halt so. Gerade so viele Dinge im Kopf gehabt. Habt ihr gesehen? Ich habe die Deko da mal dran angebracht. Erstmal nur, damit der Wagen leer wird. Aber ist gar nicht so schlecht, die Wand dafür, finde ich. Da kommt ja bestimmt noch ein bisschen was dazu, nehme ich an. So. Jetzt brauchen wir das Dingen. Okay, so war's. Einmal bitte. Das hier, ja. Klick das mal an. Install. Muss das so? Oh mein Gott, Gigi, ich hoffe, du machst hier alles richtig. Sieht ein bisschen crazy aus. Fortschritt ist da. Ich hoffe, das wird alles gut. Bin sehr gespannt. So. Fängt es gleich an zu regnen oder zu nebeln? Nö. Dann lass uns erstmal die Ecke hier noch fertig machen. Ah, fuck. So. Da wirst du aber noch zwei brauchen, hast du gesagt, ne? Ach ja, und das passt hier wieder nicht richtig? Doch, das geht. Das passt da ganz gut dran. Ja, dann würde ich doch sagen, mach es so. Durch kann man hier nicht. Jetzt ist die Frage, wie die Zombies das so sehen. Ich nehme das Zeug hier nochmal mit, Scotty. Du kommst hier sowieso nicht drüber. Alter. Mach, was du willst, ist mir egal. Ist schon irgendwie... Wirst schon irgendwie durchkommen. Ah ja, ich wollte mal ganz kurz eine Sache ausprobieren, aber nee, carryen kann man die nicht mehr. Du kannst sie ja jetzt nur noch ansprechen. Außerdem sollte ich das jetzt wahrscheinlich sowieso nicht tun. Ja, dann bleibt sie halt da. Gut. Ich würde sagen, vielleicht hole ich noch ein bisschen Holz. So ein Holzwägelchen hier. Damit wir die beiden Walls noch fertig kriegen. Und dann überlege ich mir noch was für die Ecke hier. Ich nehme an, eine Wall kriege ich da nicht nochmal hin. Da muss ich wohl irgendwie mit Zäunen arbeiten.
Um das hier noch zuzukriegen, obwohl ich mir gar nicht so sicher bin, ob von hier irgendwer, ja doch, von hier könnte vielleicht wer langlaufen. Ist nicht hier eine Feder, nehme ich mit. Naja, das müsstest du schon noch irgendwie absichern. Wir probieren kurz, ob eine Wall geht. Ansonsten muss ich mir da mit Zäunen irgendwas noch hinfummeln. Nola da, ne? Oh. Ja, doch. Irgendwo war es jetzt hier gerade grün. Ah, scheiße. Aber nur hier oben, das sieht ja bescheuert aus. Nur da oben. Da will ich aber, da will ich nicht. Irgendwie drehen, dass es passt, kann man es auch nicht. Ja, ich nehme an, wegen dem Müllhaufen, weil ja immer so ein Tisch davor noch steht. Wie hier drüben der. Ja, dann musst du halt mit Zäunen arbeiten. Kriege ich die hier hingestellt? Nur schon mal antesten, dann würde ich das vielleicht noch vorbereiten. Denn beim nächsten Mal auf jeden Fall Mine. Um uns Kupfer zu besorgen. Dann können wir die Quest jetzt noch nicht so weit vorantreiben. Aber wir können uns schon mal die Materialien besorgen, die wir brauchen für die Reloading Bench und den Kupferdraht. Ja, das passt. Ich friemel das mal hier so weit hin, dass wir das hier halbwegs noch dicht bekommen. Das wäre mir schon ganz recht. Ja, das sieht doch gut aus. Oder hat auch schon wieder Brand. Dann haben wir schon mal eine schöne Aufgabe für die nächste Folge. Nochmal einen ordentlichen Ausflug in die Minentour. Und danach stehen noch so ein paar Kleinigkeiten an, die wir schon ja, hätten länger mal erledigen sollen, glaube ich. Wir wollten auf jeden Fall nochmal angeln. Passt das hier? Oder wie? Ja, geht so. Wir wollten auf jeden Fall nochmal angeln und... Was steht noch auf der Liste, was noch offen war? Ach ja, hier auf jeden Fall die Scheune machen wir noch. Hinter der Garage, wo wir vorhin waren und das Auto geholt haben. Da laufen ja noch ein paar Sieger rum, ne? Die müssen ja auch nochmal weggeknetert werden. Nein, komm schon. Jetzt trickst er mich hier wieder mit seinem Scheiß. Ja, ich baue die anderen dann. Fertig bauen kann ich sie eh noch nicht. Müssen wir noch Komponenten besorgen. Aber das hier sieht doch schon wieder so aus, als kriege ich das nicht so ordentlich dicht. Mist, da war es gerade, oder? Nein, scheiße. So? Ja, das ist doch zu weit weg hier, das ist doch Mist. Hä, wieso geht's denn jetzt auf einmal? Manchmal verstehe ich es auch nicht. So wäre das okay für mich. Dann nutzen wir das hier gleich noch als Blocker. Hier kommt keiner durch. Das sollte passen. Zur Not bauen wir da noch einen Zaun hin. Dann sind wir so gut wie durch. Jetzt nimmt er doch die Pollen mit. Ach, dann hätten wir es so langsam. Sind wir auf der Zielgeraden hier mit unserer Verteidigung. Ja. Müssen wir nochmal eine Folge investieren, dann kriegen wir das hin. Vor allem die Materialien besorgen ist immer ein bisschen ätzend. Ich gebe ihm erstmal was zu trinken. Bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und freue mich auf unseren SUV mit der Mega-Kanone obendrauf. Da könnten wir uns übrigens nochmal die Munition abgreifen, die wir jetzt durch den Loot Refresh bekommen haben. Das Teilchen ist tatsächlich fertig. Probieren wir dann in den nächsten Folgen mal aus. Ob ich damit auch die Sieger wegrasieren kann? Hm, die sind natürlich ziemlich mobil, aber... Das könnten wir tatsächlich mal ausprobieren. Hätte ich mal Bock drauf. Also, Leute, jetzt wird es Zeit. Wir machen Schluss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.